Das Buch Joel. Das Wort des Herrn, das zu Joel, dem Sohn des Petuel, geschah. Hört dies, ihr Ältesten, und nehmt es zu Ohren, alle Bewohner des Landes. Ist solches in euren Tagen geschehen? Oder in den Tagen eurer Väter? Erzählt euren Kindern davon und eure Kinder ihren Kindern und ihre Kinder der folgenden Generation. Was der Nager übrig gelassen hatte, fraß die Heuschrecke. Und was die Heuschrecke übrig gelassen, fraß der Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen, fraß die Heuschreckenlarve. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint. Heult, ihr Weinsäufer alle, über den Most, denn er ist weggerissen von eurem Mund. Denn eine Nation ist über mein Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl. Ihre Zähne sind Löwenzähne, und sie hat das Gebiss einer Löwin. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Sie hat ihn völlig abgeschält und hingeworfen. Seine Ranken sind weiß geworden. Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist, wegen des Mannes ihrer Jugend. Speisopfer und Trankopfer sind weggenommen vom Haus des Herrn. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Verwüstet ist das Feld, verdorrt der Erdboden. Denn verwüstet ist das Korn, vertrocknet der Most. Dahin gewelkt das Öl, steht beschämt ihr Bauern. Heult ihr Winzer über den Weizen und über die Gerste. Denn die Ernte des Feldes ist zugrunde gegangen. Der Weinstock ist vertrocknet und der Feigenbaum verwelkt. Granatbaum, auch Dattelpalme und Apfelbaum, alle Bäume des Feldes sind vertrocknet. Ja, vertrocknet ist die Freude, fern von den Menschenkindern. Umgürtet euch und klagt, ihr Priester, heult, ihr Diener des Altars. Kommt, übernachtet in Sacktuch, ihr Diener meines Gottes, denn Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes, zum Haus des Herrn eures Gottes. Und schreit zum Herrn um Hilfe! Wehe über den Tag! Denn nahe ist der Tag des Herrn!
Und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Ist nicht die Speise vor unseren Augen weggenommen? Freude und Jubel aus dem Haus unseres Gottes. Verdorrt sind die Samenkörner unter ihren Schollen. Verödet sind die Vorratshäuser, zerfallen die Scheunen. Denn das Korn ist vertrocknet. Wie stöhnt das Vieh? Die Rinderherden sind bestürzt, weil sie keine Weide haben. Auch die Schafherden büßen. Zu dir, Herr, rufe ich. Denn ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt. Und eine Flamme alle Bäume des Feldes versenkt. Auch die Tiere des Feldes schreiend lechzend zu dir. Denn vertrocknet sind die Wasserbäche und ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt. Blas das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn. Ja, er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels. Wie Morgengrauen ist es ausgebreitet über die Berge. Ein großes und mächtiges Volk. Wie es von Ewigkeit her nie gewesen ist und nach ihm nie mehr sein wird, bis in die Jahre der Generationen und Generationen. Vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste. Auch gibt es vor ihm kein Entrinnen. Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Pferden. Und wie Reitpferde, so rennen sie. Wie das Rasseln von Kriegswagen klingt es, hüpfen sie über die Gipfel der Berge. Und wie das Prasseln der Feuerflamme die Stoppeln verzerrt. Sie sind wie ein mächtiges Volk, zum Kampf gerüstet. Vor ihm zittern die Völker. Alle Gesichter erglühen. Wie Helden rennen sie. Wie Kriegsleute ersteigen sie die Mauer. Und sie ziehen. Jeder rennen sie. Auf seinen Weg. Und ihre Pfade verlassen sie nicht. Und keiner drängt den anderen. Sie ziehen, jeder auf seiner Bahn. Und sie stürzen zwischen den Waffen hindurch. Ihr Zug bricht nicht ab. Sie überfallen die Stadt, rennen auf die Mauer, steigen in die Häuser, durch die Fenster dringen sie ein, wie der Dieb. Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren
ihren Glanz. Und der Herr lässt vor seiner Heeresmacht her seine Stimme erschallen. Denn sein Heerlager ist sehr groß. Denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Und wer kann ihn ertragen? Doch jetzt ist der Ausspruch des Herrn. Kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Wer weiß, vielleicht wird er umkehren und es sich gereuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen. Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Blast das Horn auf Zion. Heiligt ein Fasten. Ruft einen Feiertag aus. Versammelt das Volk. Heiligt eine Versammlung. Bringt die Ältesten zusammen. Versammelt die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten. Der Bräutigam trete aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Brautgemach. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen: Herr, blicke mitleidig auf dein Volk und gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis, sodass die Nationen über sie spotten. Wozu soll man unter den Völkern sagen: Wo ist ihr Gott? Und der Herr eiferte für sein Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr antwortete und sprach zu seinem Volk: Siehe, siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet. Ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet. Und ich werde euch nicht mehr zu einem Gegenstand der Verhöhnung machen unter den Nationen. Und ich werde den von Norden von euch entfernen und ihn in ein dürres und ödes Land vertreiben. Seine Vorhut in das vordere Meer und seine Nachhut in das hintere Meer. Und sein Gestank wird aufsteigen und aufsteigen wird sein Verwesungsgeruch. Denn groß getan hat er. Fürchte dich nicht, du Erdboden. Juble und freue dich. Denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes.
denn es grünen die Weideplätze der Steppe. Denn der Baum trägt seine Frucht. Der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag. Und ihr, Söhne Zions, jubelt und freut euch im Herrn, eurem Gott. Denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit. Und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie früher. Und die Tennen werden voll Getreide sein und die Kelterkufen überfließen von Most und Öl. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und die Heuschreckenlarve und der Nager gefressen haben. Mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn, eures Gottes, loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott, bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Greise werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen. Es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Amen. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat. Und unter den übrig gebliebenen, die der Herr berufen wird. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt und über mein Volk das Los geworfen. Und einen Jungen gaben sie für eine Hure und ein Mädchen verkauften sie für Wein und Tranken.
Und was wollt ihr mir denn, Tyrus und Sidon und alle Bezirke Philisters? Wollt ihr mir eine Tat vergelten? Oder wollt ihr mir etwas antun? Schnell, eilig werde ich euer Tun auf euren Kopf zurückbringen, weil ihr mein Silber und mein Gold weggenommen und meine besten Kleinode in eure Tempel gebracht habt. Und die Söhne Juda und die Söhne Jerusalems habt ihr den Söhnen der Griechen verkauft, um sie weit von ihrem Gebiet zu entfernen. Siehe, ich will sie erwecken von dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt, und will euer Tun auf euren Kopf zurückbringen. Und ich werde eure Söhne und eure Töchter in die Hand der Söhne Juda verkaufen. Und die werden sie an die Sabäer verkaufen, an eine ferne Nation. Denn der Herr hat geredet. Ruft dies unter den Nationen aus. Heiligt einen Krieg. Erweckt die Helden. Herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen. Der Schwache sage: Ich bin ein Held. Eilt und kommt her, all ihr Nationen, ringsumher, und versammelt euch. Dahin, Herr, sende deine Helden hinab. Die Nationen sollen sich aufmachen und hinaufziehen ins Tal Josaphat. Denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsumher zu richten. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt, stampft, denn die Kelter ist voll. Die Kelterkufen fließen über, denn groß ist ihre Bosheit. Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen. Und Himmel und Erde erbeben. Und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Bergfestung für die Söhne Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin, der auf Zion wohnt. Meinem heiligen Berg, und Jerusalem wird heilig sein, und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Und es wird geschehen. An jenem Tag, es wird geschehen. Da werden die Berge triefen von Most und die Hügel überfließen von Milch. Und alle Bäche Judas werden strömen, voll von Wasser. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn
hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern. Ägypten wird zur Öde und Edom zu einer öden Wüste werden, wegen der Gewalttat. An den Söhnen Juda, weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. Aber Juda soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Generation zu Generation. Und ich werde ihr Blut ungestraft lassen, das ich bisher nicht ungestraft ließ. Und der Herr wohnt in Zion. Amen.